Willkommen zurück, es geht weiter. Die letzte Aufnahme ist noch nicht so lange her für mich. Ich kann mich aber gar nicht mehr dran erinnern, wo ich jetzt wirklich aufgehört habe. Bin ich hier schon mal gestorben? Wir sind jetzt auf der Farm. Ach ja. Ach ja, oh nein, ja, ich bin hier schon mal gestorben. Es dämmert. Dieser fucking Mähdrescher. Und ja, haben wir eine Taktik? Gibt es eine Taktik? Ich möchte das nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ach so, der kommt da raus. Okay, ich habe eine Idee, Alan. Sag mal, das ist jetzt nicht mein Ernst hier. So, wir verstecken uns hier in dieser Hütte. Okay, ich bleibe hier erstmal. Na! Gut, wir bleiben hier nicht. Ist okay. Habe ich eigentlich sowas wie... Nein. Gut. Okay, ich muss eigentlich erstmal diese Gegner ausschalten, glaube ich. Und ich habe Probleme schon wieder. Denn dieses Ding ist hinter mir. So, komm, wir laden zwischendurch die Waffe nach. Ich muss den Sound unbedingt lauter machen. Ich höre hier gar nichts. Alan kann nicht laufen. Das... Nein! Oh Mann, ey, das ist doch nicht wahr hier. Das ist nicht wahr. Dieses Rotze-Ding. Ich dachte eigentlich, die letzten beiden Folgen wären genug Aufregerei und Rage gewesen. Nein. Es geht weiter. Ich könnte kotzen, so ein bisschen. Und... Ja. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Ist es schlauer, doch erst die Gegner... Ich muss mir ganz schnell noch mal einen Timer stellen, sonst wird es hier wieder... Probleme geben. So, Moment. Kann ich irgendwohin abhauen? Da geradeaus kommen wir bestimmt nicht durch. Ich würde wieder mal versuchen, wegzulaufen. Das tun wir jetzt auch. Ja, ich weiß. Ich weiß. Und ich möchte auch nicht, dass du jetzt hier stundenlang stehen bleibst. Ich will weg! Kann ich hier oben hoch? Ach so. Cool. Hey. Okay. Ist okay. Ich bin sprachlos. Absolut. Ich möchte hier weglaufen. Jetzt, was ist denn das für ein Ding? Es wird ja immer schlimmer. Hat das denn einfach kein Ende? Du bescheuertes Teil, lass mich in Ruhe. Hör auf, hier auszurasten. Blendgranaten. Ja, ist gut. Ja, ja, das darf nicht wahr sein. Wir wissen das. Mach das jetzt mal auf, ganz schnell. Und hoffentlich sind da nur Leuchtfackeln. Ich weiß. So. Okay, der fährt da hinten rum. Ich weiß nicht genau. Oh, ich wollte ausweichen.
Ich habe auch gedacht, vielleicht so ein bisschen. Nein, nicht schon wieder! So. Hier ist so einiges, nicht wahr? Ja, genau. Was ist denn jetzt schon wieder? Natürlich ist der genau hinter mir. Ich versuche mich trotzdem so ein bisschen mal hier in Deckung zu bringen. Irgendwie muss doch der Scheiß funktionieren. Jetzt weg, Alan! Mensch, der springt auch nicht zur Seite, ne? Und jetzt guckt euch das an. Geh down, du Scheißding! Ja! Wie habe ich denn das jetzt gemacht? Boah. Ihr könnt aber auch ein bisschen zu viel ab hier, ne? Wieso habe ich den auf einmal tot gekriegt? Das ist... Habe ich keinen Speicherpunkt. Warum habe ich keinen Speicherpunkt? Wir müssen die Waffe wechseln. Irgendwo da hinten war ja noch hier ein Dingens. Okay, der muss ein bisschen näher ran. Oh. Komm schon. So. Ganz schnell. Hier war doch irgendwo da. Neue Moon. Komisch. Ich bin... Das war vielleicht einfach nur unglücklich. Naja, 5 ist auch jetzt nicht so geil. Egal, wir nehmen das einfach mal und ich... Nee, wo müssen wir hin? Hier? Müssen wir hier lang? Wir müssen die Silotür für Barry öffnen. Wie denn? Ach so, wir können sicherlich hier durch, weil da der Typ durchgebrochen ist, ne? Können wir sicherlich hier durch? Oh, hier ist eine Leiter. Okay, perfekt. Meine Güte, ich habe schon wieder gedacht, wir werden hier elendig lange brauchen für diesen Rotz. Hier kommen wir runter. Und wo können wir jetzt die Silotür öffnen? Ach, da vorne, ich sehe es schon. Ich hoffe, das passiert. Bist du das da draußen, Kumpel? Ich brauchte den Schlüssel, um Barry rauszuholen. Ja, ich bin's. Warte! Ich suche den Schlüssel für die Tür. Wo kann denn bitte hier ein Schlüssel sein? Wo kann hier ein Schlüssel sein? Ach, halt die Klappe, Barry. Ich muss hier... Deine Allergien? Da ist er ja. So, und ich glaube allerdings, dass er jetzt... Kleiner Meckerfritze. Bitteschön. Ich habe mein Leben riskiert für dich, Barry. Und dann auch noch rumstressen. So haben wir das gerne. Ja, ich bin aber auch schon ein bisschen in Rage-Laune wieder, weil ich habe eben eine Runde... Ich glaube, wir müssen das Tor gemeinsam öffnen. Das sieht ziemlich schwer aus. Süß. Eine Runde Black Ops gezockt im Multiplayer und... Hey, ich glaube, da ist die Farm. Wir sind fast da. Ach so. Diese Farm ist ein Sammelpunkt für Durchgedrehte. Das ist ja ganz wie zu Hause. Ach, dieser Barry, der macht es doch echt amüsant hier mit seinen Sprüchen. Finde ich echt witzig. So, wir gehen zum Anderson-Haus. Müssen wir wieder zusammen? Komm schon, noch ein Tor. Na klar. Wir sind ein starkes Team. Wir zwei. Darf ich die? Darf ich die? Darf ich die? Nein. Und? Was steht da? Gott? Gods? Not the truth. So, wir werden, bevor wir in dieses Haus gehen, erstmal nochmal hier... Jetzt einmal um die Ecke schauen. Okay, hier scheint aber nichts zu sein. Dann gehen wir mal hier rauf, auf die Veranda. Gucken hier. Können wir was durchs Fenster sehen? Ist niemand da. Na gut, komm. Wir gehen rein. Die Lichter sind aus.
Wir sollten nach der Sicherung sehen. Klar, der Sicherungskasten ist oben. Dieser Ort sieht ziemlich bewohnt aus. Die Andersen sitzen doch in der Klapsmühle. Okay, die Tür ist abgeschlossen. Na, rein da. Eine Gitarre, okay. Ist gerade irgendwie mit dieser Hochleistungstaschenlampe ein bisschen überbelichtet. Splendid, ein Manuskript. Das lesen wir uns natürlich auf jeden Fall als erstes mal durch. Wieder zerrissen Alice Schreie die Stille der Nacht. Ich sah mich auf die Hütte zu rennen mit der Taschenlampe in der Hand. Ich folgte meinem früheren Ich. Ich war ein aus seinem Körper herausgelöster Beobachter, ein Zeitreisender in einer aberwitzigen Schnapsfantasie. Das hier war der Anfang, die Nacht, in der Alice verschwunden war. Das Geheimnis, was in der fehlenden Woche passiert war, stand kurz vor der Lösung. Kurz vor der Lösung also. Gibt es hier einen Sicherungskasten? Da. Da haben wir ihn gefunden. Okay, Musik. Finde ich nicht. Musik? Natürlich. Wir müssen rausfinden, woher das kommt. Das ist die Botschaft, von der die Andersons gesprochen haben. Deshalb sind wir hier. Okay. Lady des Lichts? Oh, das muss diese verrückte Lampenlady aus der Stadt sein. Wie hieß sie gleich? Cynthia Weaver. Genau! Das mit dem Lied gefällt mir nicht so. Ich weiß es nicht, ob es uns. Ich weiß nicht, ob es uns Probleme macht hier. So, wo ist die scheiß Schallplatte denn? Hä, bin ich blind? Die muss irgendwo hier sein. Ein bisschen staubig. Schub sie mal an, ich will den Sound hören. Okay. Wir müssen Cynthia Weaver finden. Wir bleiben die Nacht über hier und gehen in die Stadt, sobald es hell wird. Hey, Al. Es sind noch ein paar Stunden bis morgen. Da können wir uns ausruhen und dazu brauchen wir Drinks. Ach komm schon, Barry, das ist... Ach, was soll's. Okay, so ein verrückter Typ ist halt nicht zu dir, Herr Graf. Hör mal, El! Du bist für mich wie ein Bruder. Ich bin Schriftsteller, Gott verdammt. Korrekt. Wenn ich mal Lust habe, schreibe ich 10 Bücher pro Jahr und es wären die besten Bücher des Jahres. Das kannst du nicht. Das stimmt, kann ich nicht. Aber ich kann's als Schriftsteller. Rein das Zeug. Es fühlt sich an, als läuft mir das Hirn zur Nase raus. Ich besorge mir das Rezept von den alten Kreuzern und werde Schnapsmillionär. Ich vermisse sie, Barry. Ich wünschte, sie wäre hier bei mir. Ich weiß. Alles gut. Wir sorgen schon dafür. So scheiße. Hauptsache, wir besaufen uns. Alan? Alan! Wo bist du? Hilfe! Alice, ich komme! Alles wird gut! Ich komme! Es war ein irrer Traum im Rausch und noch mehr als das. Hilf mir! Es war die Wahrheit. Eine unterdrückte Erinnerung, hervorgebracht durch das Anderson-Gebräu. Ich war dort, ein außenstehender Beobachter. Dies war die Nacht, in der wir nach Bright Falls kamen. Die Nacht, in der Alice verschwand. Ich könnte herausfinden, was passiert war. Ich erinnerte mich an meine Sorge, als ich die dunkle Hütte sah. Alice hätte die Lichter nicht ausgeschaltet.
Ich erinnerte mich daran, gedacht zu haben, ich hätte sie kurz unter Wasser gesehen, in die Finsternis sinkend. Ihr hinterherzuspringen war die letzte vage Erinnerung an jene Nacht. Das nächste, an das ich mich erinnerte, war, wie ich hinter dem Lenkrad des Unfallwagens zu mir kam und die ersten Seiten des Manuskripts fand. Jenseits dieser Erinnerung war nichts. Ich musste meinen eigenen Spuren folgen, um zu erfahren, was in jener Nacht passiert war. Ich fand sie inmitten der Schwärze nicht. Ich muss gedacht haben, sie sei ertrunken. Alice! Jagger hatte Alice. Also hatte sie auch mich. Alice! Ich war leichte Beute. Schauen Sie zur Hütte. Ist dort jemand am Fenster? Alice? Vielleicht ist sie ja doch nicht ertrunken. Vielleicht ist sie dort drin. Alice! Ja. Das Dunkel hatte mich berührt. Sie hatte ihre Nägel in mein Hirn geschlagen und mich zu ihrer Marionette gemacht. Sie muss hier irgendwo sein. Vielleicht oben im Arbeitszimmer. Alice! Genau, dort befindet sie sich. Bitten Sie um Verzeihung. Alice! Wir werden gemeinsam über diese Sache lachen und sie abhaken. Alice! Sie ist nicht hier. Sie waren ein Narr, das zu glauben. Nein, sie ist tot. Ertrunken. Nein! Nein, nein! Sie sind schuld daran, dass Ihre Frau tot ist. Sie sind schuld. Sie wollte Ihnen doch nur beim Schreiben helfen. Sie haben sie umgebracht. Ah! Oh, still jetzt. Es gibt noch Hoffnung. Cauldron Lake ist ein besonderer Ort. Hier besitzt man die Macht, Dinge zu verändern. Sie wollte, dass Sie schreiben. Ich sagen, was zu tun ist. Sie können sie zurückschreiben. Die Geschichte wird wahr werden und alles wird wieder gut sein. Sie hatte alles. Und das Manuskript war das Lösegeld für sie. Ja, ich schreibe. Ich regle das. Ich bringe sie zurück. Ich hab's geschrieben. Ich erinnerte mich wieder. In der Dunkelheit hatte ich geschrieben, eine Woche lang. Ein fast fertiges Manuskript mit dem Titel Departure. Jagger war die Lektorin gewesen, hatte mir eingeflüstert und dafür gesorgt, dass die Geschichte sie immer mächtiger machte. Ich dachte, ich würde alles retten. Trotz des Wahns, den sie mir eingeflüstert hatte, war ein Teil von mir klar genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen und dafür eine Taschenlampe in der Hütte bereitzulegen, um die Horrorgeschichte zu unterbrechen, bevor an ihrem Ende alles vom Dunkel verschlungen wird. Zane war schwach und in weiter Ferne, aber ich hatte ihn in die Geschichte geschrieben und sein Licht hatte genügt, mich zu befreien. Es ist nicht hier, ich bin hier, so steht es geschrieben. Ich brachte das Licht, um sie zu befreien. Beeilen Sie sich, es weiß, dass ich hier bin. Es wird bald zurück sein. Es hat die Haut von meiner Barbara vor langer Zeit gestohlen. Sie sieht alt aus. Ich war verwirrt und benebelt aufgewacht. Mein Verstand eingenommen von Dunkelheit und Angst. Mir blieb nur noch die Flucht. Die Woche in der Hütte forderte ihren Tribut. Ich war kaum noch bei Bewusstsein und wurde immer schwächer.
Es muss Zane viel abverlangt und ihn noch tiefer an jenen dunklen Ort getrieben haben, in dem er herumgeisterte. Doch er hatte es geschafft, das Dunkel zu schwächen, mich diese Nacht gerettet. Ich schrieb es. Es ist meine Schuld. Ganz genau, James Joyce. Es ist Ihre Schuld und Sie bezahlen dafür. There's an old tale wrought with mystery of Tom the poet and his muse. And a magic lake which gave a light to the words the poet used.